Hallo Freunde und willkommen zurück zu Mutant Year Zero, wo ich ein bisschen verwirrt bin. Da hat Pharaoh volles Leben, oben links hat sie es nicht. Aber egal, wir sind dabei, Plutonia aufs Maul zu geben. Ah, die kann halt einen Schuss abwehren, bla bla. Jetzt kann ich. Jetzt belebt die den Typen da schon wieder leben. Wieder. Unhöflich. Es wird nicht höflicher hier. Okay. Ja, komm. Muss ich halt jetzt fressen, ne? Give up now and I'll go easy on ya. Der lebt noch. Gut. Also, nicht gut, aber nicht zu ändern. Sprung. Die hat die perfekte Deckung ihr gegenüber. Perfekt. So, Bomben. Mal hier hin. Weiß, bietet sich dann wieder für einen Kettenblitz an oder so ein Scheiß. Aber so kann ich sie beide anzünden. Das ist auch immer schön. Eden belongs to us, not you. Au, au. So, sie darf sich mal bewegen. Okay. Und ich muss einen ganz. So, kurze Pause vorbei. Ja gut, diesmal kann ich die perfekte Deckung ja sogar noch verstehen. Aber vor allem haben wir die Deckung jetzt gerade entfernt. So, bitte jetzt nicht deinen Schuss blocken lassen, Pharaoh. Was habe ich gerade gesagt? Nicht schon wieder. Ach, Laden. Weg damit. Danke. Okay, thanks. And that is that. Arc 1. Nova Sect 0. Their insane plans to destroy our home vanish into the wind. We're safe. Our people live another day. The smoke clears, ears still ringing. On the edge of my blurred vision, something comes out of the arc. Light dancing across my arm, up my face. I look up. I'm being scanned by some giant eyeball. Then Dux and Pharaoh get scanned. Then Magnus and Selma. The light cuts out and the eyeball darts back inside the wall. We hear pistons churning, gears turning, a machine humming back to life. The gates of Eden open. Maybe Eden sees we're mutants and welcomes us home. We stand there in silence. The five of us are all mutants, found and raised by the Elder. This feels like an answer to the question that's plagued our lives. Who are we? And do we go in and find out? When Dux and me first started out, everything was cut and dried. The Elder knew best. There were no answers in the zone. Mutants didn't know who they were, where they came from. And that was fine. No one cared. But now, after the enemies we fought, after the friends we found, after all we've seen, the five of us stand here at the gates of Eden. Do we go in? Do we want to know who we are? We won.
Now we can finally open the gate and see Eden. Ja, das können wir jetzt wohl. Aber nur schnell looten. Ich werde auf jeden Fall einmal kurz speichern, bevor wir in Eden reingehen. Beziehungsweise eben kurz alle drei heilen. Und Entschuldigung. Dann noch eben den Schrott hier oben holen. Dann speichern und einmal kurz zurück zur Arche, um uns zumindest noch zwei Medikits zu holen. Ich denke zwar nicht, dass wir in Eden kämpfen müssen. Okay, wir können uns genau einen Medipack holen. Na gut. Nichtsdestotrotz. Ich will wissen, ob der Älteste noch was zu sagen hat oder ähnliches. So good to see you, Stalkers. Mir fehlt eins. Safe travels. Welcome to the Fix Pit. My name's Delta. Ich könnte noch einen Rambino auf Stufe 3 bringen. Oder die Schleuderer. Den Schleuderer. Dann denke ich mir wieder, wofür? Und dann nehme ich mir wieder, komm. Ich habe eh sonst nichts zu tun. Later, Stalkers. So, Prip wird uns wahrscheinlich nichts erzählen, aber wir gucken mal kurz rein. Welcome to Prips. Have a swell time out there. Your mission is accomplished. Hammond has returned to the Ark. On the edge of his life, grant you but alive. I'm told that you continue to explore the Zone. This does not make your elder happy. Take a rest, Stalkers. Go to Prips and regale the patrons with tales of valor. This adventure is over. Nope. Survive and persevere, my brave Stalkers. Ich hätte es lustig gefunden, wenn es zwei verschiedene Enden gäbe. Also eine sozusagen, wir finden es nicht raus und gehen einfach zurück zur Arche, und das andere wäre dann, dass wir Eden erkunden. Aber dem ist scheinbar nicht so. Deshalb gehen wir jetzt einfach nach oben, beziehungsweise nach Eden. Ich vermute, so wie das Ganze aussieht, ist das ein Aufzug nach unten. Die Frage ist, kommen wir dann in der Hölle aus? Oder finden wir trotzdem unser Paradies? Müssen wir nur noch schnell laufen. Wir hatten nur soweit alles, alle gelootet, alle getötet. Niemand mehr da, der uns noch was geben könnte. Also alles gut. Warum das hier sein soll? I can't remember my past. But I recognize this place. I've been here before. Have you? Ja. We've seen that star before. It was on the flying machines Hammond was tracking. They really did come from Eden. Ich kann mal kurz gucken, will. Uns fehlen noch 5 Notizen. Ich glaube nicht, dass wir die hier alle 5 finden werden, übrigens. Aber da ist schon mal die erste.
Militärischer Rückruf. Das Oberkommando ist angesichts des Verlustes von Orbital Z1 in blanker Panik. Habe ich gerade Panik gesagt? Panik, meinte ich. Alle militarisierten Bots und Waffensysteme werden zur Einheit Theta verlegt. Mein Verdacht hat sich bestätigt. Es besteht nicht der leiseste Zweifel. Wir befinden uns im Krieg. Ich kann nur hoffen, dass es schnell geht. Egal, wer gewinnt. Also war Mimia nicht nur eine Forschungs-, sondern eben auch eine Militäreinrichtung. Beziehungsweise Organisation. Gut, in Anbetracht der Tatsache, dass sie fortschrittliche Waffentechnologien und autarke Kampfmaschinen gebaut haben. Relativ obvious, aber gut. Nischt geht auf. This may sound crazy, but I knew that Medpack was going to be there. Projekt abgebrochen. Nach dem Evakuierungsbefehl wurde die Vernichtung aller Forschungen einschließlich der gesunden biologischen Subjekte angeordnet. Dies hat einige von uns verärgert. Zum einen aus ethischen Gründen, zum anderen wegen des Verlustes all unserer Forschungsergebnisse. Ingmar hat die Nachricht besonders hart getroffen. Er hat sich mit den Subjekten in der Geburtskammer eingeschlossen und weigert sich, die Tür zu öffnen. Oder finden wir doch die restlichen mittlerweile nur noch 3 Notizen? Das bringt richtig viel hier. So. Bleibt also nur noch dieser eine Gang. Was wird uns denn noch alles offenbart werden? Ich meine, dass die Mutanten hier in diesen Kammern hier gezüchtet wurden. Und das ist auch gut so. Ich gucke, wie viele das sind. Und die sind noch größer als die, die wir schon getroffen haben. Why did the Elder lie to us? Why did he keep us from this place? I don't know if we should find out. But I don't think we have a choice. We're being drawn to something. Edens Gespräche gescheitert. Als wären die Zeiten nicht schon angespannt und schrecklich genug, erreichen uns nun Gerüchte, wonach die Friedensgespräche für gescheitert erklärt wurden. Gleichsam als Bestätigung hat das Oberkommando Elysium für feindselig erklärt und die, falls erforderlich, gewaltsame Entfernung sämtlicher Elysium-Diplomaten aus der Anlage angeordnet. Dies ist für uns alle ein trauriger Tag. I've heard about places like this, but to see it myself. Ein Spielplatz, ne? Spielplatz für die kleinen süßen Kampfmutanten. Amazing. Plants and vegetation this far underground. Ich frage mich, was diese Roboterarme jetzt zu bedeuten haben. Die den Kleinen helfen sollten? Oder ob sie sie triezen sollten? Kleines Klassenzimmer. Big snout, tusks, general lack of humor. This is a picture of Bormann. Frage ist, wer von euch hat das gemalt? Ich muss sagen, dadurch, dass halt hier so gefühlt null ist, ist schon gar nicht mal so entspannt die Atmosphäre hier. Gefällt mir richtig gut. Ist richtig geil getroffen, finde ich. So, eine weitere Notiz und ich glaube, das ist die letzte, oder? Knochendichtebericht, Woche 12. Rückbildung von in Skelettmasse gegenüber in Gewebemasse. Gesamtgewicht minus Skelettmasse bei Sperlingsvögeln
N gleich 96 schwarze Quadrate durchgezogene Linie Nagetieren, N gleich 39 graue Rauten gestrichelte Linie und Fledermäusen, N 34 weiße Kreise gepunktete Linie. Rohdaten sind im elektronischen Zusatzmaterial enthalten. Zur Masse der Säugetierskelette wurden 15% addiert, da Knochen von Säugetieren nicht hohl sind, sondern Knochenmark enthalten. Die Rückbildungsquote weicht nicht nennenswert ab. P ist gleich 0,3. P ist, glaube ich, die Varianz entsprechend. Der Vergleich der Skelettmasse mittels Kovarianzanalyse hat gezeigt, dass die Skelettmasse von Vögeln und Nagetieren nicht unterscheidbar ist. Okay. Eine Notiz fehlt noch. Die finden wir dann aber schon auch noch. This corpse. That's not a human skull. That must belong to a mutant. An actual mutant. Zwar einen, den ihr vielleicht sogar mal gekannt habt. Ihr habt ihn nur vergessen. Nicht nur aus. Das ist die letzte Notiz. Nice. DNA-Analyse 67J. Die Daten haben eine maximale Wahrscheinlichkeit von 0,2 PNG bei zwei Haplotypen ergeben. A und C einerseits und Y1 und Y2 andererseits. Untersucht man alle vier Haplotypen, beträgt die Wahrscheinlichkeit 0. Das 95%ige Konfidenzintervall für PNG war 0 bis 0,83 für zwei Haplotypen und 0 bis 0,28 für 4 Haplotypen. Das Konfidenzintervall für 2 Haplotypen ist deutlich größer, da Haplotyp A und C kombiniert wurden. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass in südlichen Hausschweinen des Typs Haplotyp A, des Typs 1 Haplotyp A häufiger vorkommt als Haplotyp C. A 45%, C 36% unter den europäischen Haplotypen. Während in nördlichen Wildschweinen des Typs 1 Haplotyp C beinahe 5-mal häufiger auftritt als Haplotyp A. A mit 17% und C mit 83%. Was auch immer das alles heißt. Ich habe keine Ahnung. War nie. Wobei. Ja, jein. Also ich war nicht unbedingt der Beste im Bio. Und ja, Genetik ist irgendwo ein interessantes Thema, aber irgendwo hat man dann auch einfach abgeschaltet. Vor allem, weil man nur einen GK hatte, den man nur mündlich machen musste. Demnach keinerlei Prüfungsrelevanz. Da liegt eine Leiche. Ist nichts zum Untersuchen. Hey, eine Mikrowelle. Hauptsache, ich kann mich hier überall noch verstecken. Gut. Aber wir werden nähern uns dem Ende. It seems like it's inviting us in. Like it wants to reveal its secrets to us. We huddle around the screen. The words Mutant Project blink on and off in big red letters. The screen turns black, then explodes with a flurry of flashing images, faster than we can take in. Catch glimpses of mutants in test tubes, animals in cages, strands of code, something called DNA. The screen freezes on one final image. An employee profile. A scientist of the Mutant Project. It says his name is Ingmar Edison. His face. When we see his face, those eyes staring back at us, we couldn't believe it. It was him. The profile says his status was revoked after stealing mutant experiments from the lab. Memories come flooding back. We were the experiments. They raised us in tubes and played games with our DNA. Made us freaks. The Elder was part of this. Happy endings died with the ancients. Why didn't he tell us? Who is he? The room spins. The truth comes flooding back into my brain. Everything I know is a lie. I lose
lose my balance. As the room turns black, a voice crackles onto the radio. Ghost-like, ethereal, like the ancients calling down from space. Come on, Center Sweden. Coming, come on, Center Sweden. I repeat, come on, Center Sweden. Come on, Center Sweden. Coming, come on, Center Sweden. I repeat, come on. Das ist ein echt fieses Ende, weil es eigentlich gefühlt null erklärt, bzw. mehr Fragen aufwirft als alles andere. Aber ich muss trotzdem sagen, das Spiel hat mir echt Spaß gemacht und wir sind ja noch nicht durch. Wir machen jetzt für heute Schluss und in der nächsten Folge geht es ins Vorstadtmausoleum. Beziehungsweise wir müssen jetzt mal gucken. Das Spiel lädt gerade noch. Ich will es jetzt eigentlich deswegen nicht, dabei nicht unterbrechen. Ich vermute, wir kriegen hier jetzt noch eine Cutscene. Vielleicht aber auch nicht. Ja. Der Älteste erfuhr, dass die Stalker Eden betreten hatten, zog er sich in die Zone zurück. Nach zweimonatiger Suche finden die Stalker sein Versteck. After basically saving the world, the cheek, him doing a runner like that. Your boss needs a good kick up the bum, maybe a few slaps around her face for good measure. Our victory parade will have to wait. Let's fetch him back before he gets himself killed out there. And which truth is that? He made us and then he used us. I say let the old git rot out there. We don't need him. Tell that to the Ark. It's chaos back there. We'll drag the Elder back, force him to make things right. Do we really need him? He's not so special. We can handle things on our own, can't we? Enough chit-chat. Let's go find the Elder. Ja, aber das machen wir, wie gesagt, in der nächsten Folge erst. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns morgen wieder hier im Seed of Evil DLC. Bis dahin, bis dann.